Dem Raubtier, dem wir auf der Spur sind, nähern wir uns aus der Luft. Wir finden es in Hankensbüttel im ansässigen Otterzentrum. Ups, jetzt habe ich es schon verraten. Es geht um diese Kollegen hier, um die heimischen Fischotter. Leider sind sie in freier Wildbahn nur noch sehr, sehr selten zu finden. Heute liegt der Hauptgrund dafür in ihrer Lebensweise bzw. an ihrem Lebensraum. Der europäische Fischotter braucht flache Flüsse mit zugewachsenen Ufern und Überschwemmungsebenen. An sich sind die Tiere sehr anpassungsfähig und kommen mit allen Arten von Süßwasserlebensräumen gut zurecht, solange diese klar und fischreich sind und genügend Versteckmöglichkeiten bieten. Doch geeignete Habitate gibt es in unserer urbanen Landschaft kaum noch. Gewässer folgen nur noch selten ihren natürlichen Läufen. Ufervegetation wird abgeholzt oder Feuchtgebiete werden trockengelegt. Schwermetalle, Pestizide, polychlorierte Biphenyle stehen im Verdacht, die Fortpflanzung der Tiere einzuschränken. Doch dank dem Verein Aktion Fischotterschutz können wir Ihnen diese Tiere trotzdem zeigen. Denn im Otterzentrum möchte man den Menschen diese Tiere näher bringen. Also das Otterzentrum wird von der Aktion Fischotterschutz, das ist ein eingetragener Verein, praktisch betrieben oder unterhalten. Und wir haben hier in diesem Zentrum natürlich den heimischen Fischotter, aber auch viele andere heimische Marderarten, also Baummarder, Steinmarder, die kleine Hermeline, also alles Mögliche, was man hier bei uns auch in Deutschland an Mardern finden kann. Und natürlich dienen diese Tiere auch als Botschafter für die Tiere in freier Natur. Denn ja, nur was man kennt, das will man auch gerne schützen. Und dafür sind diese Tiere dann eben auch da und dienen dann diesem Zweck dann auch. Auf dem riesigen Gelände ist eine Lern- und Erlebniswelt für Groß und Klein entstanden. Zugegeben, wer hierher kommt, sollte schon ein bisschen Zeit mitbringen. Denn die Tiere werden in teils riesigen Gehegen gehalten und da ist es gar nicht leicht, mal eins zu Gesicht zu bekommen. Aber es gibt eine Lösung und die heißt Futter. Also unser Anliegen ist natürlich, diese Tiere so naturnah wie möglich zu halten. Das heißt, das Ganze hat jetzt nicht so den Zoo-Charakter, dass man auf die Tiere wirklich gestoßen wird, sondern man muss sich schon ein bisschen Zeit nehmen. Und dafür gibt es dann die Schaufütterung. Die laufen den ganzen Tag im Viertelstundentakt. Das heißt, man kann sich an die Fersen des Tierpflegers heften und läuft dann mit ihm diese Futterrunde mit. Und wenn es was zu spachteln gibt, dann sagen sich auch die verschlafensten Tiere dann meistens, ja, da komme ich da mal raus. Also sollte man sich den Flyer, den man an der Kasse mitkriegt, dann gut mitnehmen und sich dann da an die Fütterungszeiten auch halten. Der Fischotter hatte es noch nie so richtig leicht. Er hatte sogar mal einen sehr schlechten Ruf als Mörder von Lämmern. Ihm wurde nachgesagt, er würde Jagdhunde unter Wasser ziehen und sie ertränken. Das ist natürlich, wie man heute weiß, höherer Blödsinn. Dazu kam aber auch das Pech, dass sein Fell äußerst dicht ist und so waren die heute für Mützen, Fellkragen und Mäntel sehr begehrt. Seit 1968 ist mit den Nachstellungen aber Schluss, denn die Tiere wurden unter Schutz gestellt. Die Bestände erholen sich zwar, doch nur sehr langsam. Auch heute tragen sie noch den Status der vom Aussterben bedrohten Tierart. Jetzt kommt aber wieder das Wörtchen Zeit zum Tragen, denn während sich in den letzten Jahrzehnten die Bestände freilebender Tiere erholen konnten, hat sich ihre Umwelt verändert. Aber mit steigendem Bestand hat man eben auch mehr Tiere, die zum Beispiel Verkehrsopfer werden. Mit steigendem Verkehr und die überqueren dann die Straße, werden überfahren. Und dann bleiben oft, wenn das Muttertiere sind, die Jungen zurück. Und wenn die gefunden werden, kommen sie eben auch hier zu uns. Sie können die Arbeit der Aktion Fischotterschutz unterstützen. Und das geht auch noch ganz einfach. Nämlich mit Ihrem Besuch im Otterzentrum Hankensbüttel. Denn die Eintrittsgelder werden neben den Mitgliedsbeiträgen des Vereins und Spenden für den Otterschutz in der Region eingesetzt. Und wenn Sie das bald machen, bekommen Sie auch noch diesen Kollegen hier zu sehen. Die Störche sind noch zu Gast, bis die Jungen die Reise nach Afrika antreten können.